Heute zeige ich euch mal Haselnüsse, die wo noch eine Schale oder diese ganz dünne braune Haut haben, einfach schälen kann. Es ist nichts weiteres, wie ihr müsst die Haselnüsse einfach in der Pfanne, ich zeige es hier mal vor, so trocken rösten. Und da seht ihr jetzt schon, wie die Schale nur das Schütteln so schon leicht sich abpellt. Und wir werden die jetzt einfach hier so aufs Tuch legen. Einmal. Dann schlagen wir das ein. Und dann einfach so drüber gehen. Mal schön drüber wuzeln. Dann geht die Schale weg. Und ihr habt eben schöne geröstete Haselnüsse ohne Schale. Die Schale ist in dem Fall, wenn die weg ist, einmal ganz gut, weil manchmal ist die Schale bitter. Und die hängt sich halt auch manchmal zwischen die Zähne ein. Riecht und schmeckt wie Nougat. Geht auch mit Mandeln, ja. Und wenn ihr die dann eben abgekühlt sind, einfach in ein Glas reinfüllen und am besten schnell verbrauchen, weil die werden so nach 4-5 Wochen, wenn die, können sie so leicht so einen ranzigen Geschmack bekommen oder nicht mehr schmecken und dann sind sie auch kaputt. Das ist wirklich einfach gleich verwenden. Probiert es einfach aus, es ist ganz einfach.